Wir werden da Felsstruktur machen, so raus. Und dass das eben felsiger ausschaut. Dazu habe ich jetzt da eine Plastikschüssel hergerichtet, wo ich das jetzt einmal ein bisschen höher stelle. Dazu habe ich jetzt einmal eine Plastikschüssel hergerichtet, wo ich schon Wasser drinnen habe. Und da geben wir jetzt noch Leim rein. Gut, und mit dieser flüssigen Leim da tunkt man jetzt da einfach Klopapier rein, bis das schön nass und feucht ist. Jetzt gehe ich da wieder ein bisschen runter, passt. Und das ein bisschen ausdrucken, dass es nicht zu feucht ist. So, das kommt jetzt dann da zu. Ist jetzt ein bisschen ein Dings, aber man kann ja auch, wenn man das nicht so mag, kann man ja auch eine Handschuhe anziehen. Jedenfalls soll das recht klumpig und flüssig sein. So, gut. Überschüssig, das kannst du dann gleich wieder verwenden. Und das machen wir jetzt da bei den Durchgängen, die ich freigelassen habe, damit man im Notfall eben doch noch zugreifen kann, den Zug vielleicht eben. Also ich bin für mich persönlich, bin drauf gekommen, so schaut für mich persönlich der Felsen wirklich am besten aus. Ich weiß, dass manche das mit Gips machen und dann eben mit Spachtel ein bisschen die Formen reinmachen. Ich finde fast so idealer die Felsformation. Ihr seht, man kann das nachher noch schön formen. Dort, wo man stark haben will, tut man mehr drauf, dann hat man auch, eben wenn man fester drauf drückt, nicht den, geht das nicht weiter rein. Und dort, wo es einfach um Struktur geht, wie gesagt, man kann das mit Handschuhen machen, nur ich habe das für mich persönlich, sage ich, hat man dann weniger Gefühl beim Formen, weil ja mit den Fingern kann man am besten ergreifen. Ich werde sehen dann, wenn das angemahlen ist. Schaut das ganz toll aus. So, eine Wand haben wir, da tun wir auch noch was drauf. Außen brauchen wir dann noch nicht. Ich mache jetzt einmal diese Innenwände, weil ich dann im Endeffekt ja da oben was drüber geben möchte. Weil die Tundeldecke drüber kommt und damit dann einmal die Tundel, dass das einmal fertig ist. Also wie ihr seht, ich mache das jetzt da auch auf der Seite noch. Habe dann noch zwei, wo ich das machen muss. Und ja, könnt das auch sehen, eben wenn ihr merkt, okay, da ist ein Loch, das ihr nicht haben möchtet, so wie ich jetzt in dem Fall, nehme ich noch ein Dings
und füge da einfach nur ein Batzel dazu. Batzel, kärntnerisch für klein wenig. Ihr habt ja gesehen, wie ich mit dem Leim das gemacht habe, mit Leim und Klopapier. Man kann es natürlich auch mit Zeitungspapier machen oder eben an anderem Papier, Küchenrolle. Das Vorteil von Klopapier ist, es ist fein, also kriegt man feinere Strukturen. Jetzt ist es trocken, noch ein paar Tagen. Ich habe leider jetzt nur mal den Riesenpinsel als Großpinsel gefunden. Muss mir wieder ein paar Pinseln besorgen. Und jetzt streiche ich einmal grundlegend einmal das Ganze da grau, damit haben wir immer so grau mit schwarz und weiß eben das abgemacht und mache jetzt da das schön grau. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Teilweise muss man da reinstupfen, damit man auch in die Vertiefungen reinkommt. Ich werde dann noch eine Aufnahme von der Nähe machen. Gut. Aber das ist jetzt einmal die grundlegende nächste Arbeit, dass ich jetzt das einmal mit diesem Grau vormale. Und wenn das wieder trocken ist, kommt dann noch eine schönere mit Schwarz und mit Weiß noch eine Struktur drüber, sodass das dann wirklich wie Felsen ausschaut. So schaut es dann einmal mit der ersten Bemalung grau aus. Ihr seht, es schaut wirklich sehr wie eine Felsstruktur aus. Was meiner Meinung nach ich mit Spachtelmasse nicht so schön hinkriege, als wenn ich eben jetzt ein Papier verwende, so eine Art Pappmaché, weil da kriegt man wirklich Strukturen rein, die für mich persönlich jetzt natürlicher ausschauen. Aber das mag natürlich jetzt Geschmackssache sein. 24 Stunden circa später ist das jetzt schön trocken. Und mit der ersten Grau. Jetzt nehmen wir ein bisschen Weiß. Ein bisschen Weiß raufgetan. Einen sehr stabilen Pinsel, also einen sehr harten Pinsel nehme ich da jetzt. Und da fahren wir jetzt ein bisschen so über die drüber, über die zuerst einmal mit diesem Pinsel. Und gibt dann noch einmal mit einem feuchten Pinsel noch einmal drüber, sodass das dann noch ein bisschen mehr verwischt. Aber so sieht man dann ein bisschen mehr die Konturen. Noch ein bisschen besser her. Dass ihr das besser noch seht. Feuchten Pinsel wieder drüber. Das Gefühl habe, dass es zu viel wieder ist, tue ich nochmal mit einem feuchten Pinsel drüber waschen. Und so kriegt es eine Felsgranitstruktur, eine schöne, die da wirklich ein bisschen
ähnlicher im dann so ausschaut wie Felsen. Gell, haben wir da jetzt eine schöne Felsstruktur. Felsstruktur. Wir werden aber dann noch ein bisschen mit einem dunkleren Grau oder fast schwarz auch noch drüber, aber ganz fein dann. Und du wirst sehen, das schaut dann ganz toll aus. So. Also ich habe da jetzt ganz flüssig das schwarz gemacht, tupf gerade der Batzel rein und fahre dann mit dem noch einmal drüber. Nachdem ich eben zuerst das Weiß aufgetragen gehabt habe. Und dadurch wird jetzt die Felsstruktur noch besser. Damit ihr jetzt den Unterschied seht, also so ist es jetzt gut strukturiert. Und wenn man jetzt da anschaut, noch darüber, und so schaut es eben aus, wenn es noch nicht mit dem Weiß oder mit dem Schwarz strukturiert wurde. So, ich habe jetzt ein bisschen mit Licht, damit man das hoffentlich ein bisschen sieht. So schaut es dann aus, der Eingriff, wo man eben mit der Hand reingreifen kann, um noch vielleicht, wenn die Lok irgendwas hat, zu den Gleisen zu kommen. Ihr seht auch jetzt, wie das ausschaut mit dem Grau, also wie es dann wirklich ausschaut, das ist wie Felsen. Und ja, den Teil haben wir jetzt einmal grob fertig. Ja, jetzt da, nachdem wir... You okay? Warte ein bisschen, Alex. Wir das da innen auch fertig haben, kommt jetzt die Oberfläche drauf. Und dazu werden wir anleimen. Und dann kann man vielleicht durchgreifen. Ja, genau. Und dazu müssen wir das jetzt einmal zur Seite tun. Ja. Und Leim haben wir auch noch zu kleben. Genau. Der Opa wird dir da einen Leim raufgeben. Wow, darf ich den Pinsel haben? Nein, der braucht der Opa. Aber du kriegst den Pinsel da, schau. Bist du da mit dem Fach drin? Aber der ist ein bisschen kleiner. Ja, größer. Ja, passt der, oder? Nein. Weil nimmst du den da? Gut. Der Opa wird sich so. Du tust da eh kurz leichter. Und ist ja auch mehr Leim drauf. Also Leute, ihr könnt uns danach, ja? Ja, warte, das ist jetzt nicht. Jetzt tun wir mal Dings, das machen wir dann extra. Okay? Nein. Ihr könnt uns ja extra zuschauen. Ja, schauen Sie ja jetzt so, wenn Sie das Video anschauen. So, einen Leim brauchst du da. Ihr seht, ich habe so einen Leimboy, wie man das nennt, Leimspender, mir besorgt, weil es einfach angenehmer ist. Bäh. Die hat das einfach. Ja, genau. Da schau, da kann der noch, wo noch nichts ist. Mhm. Da ist ein Leim drauf. So. Ein bisschen Leute, ich habe mich gerade mit Leim gemacht, weil ich den habe. Nein. Das ist beim Basteln oder beim Machen, Arbeiten mit der Eisenbahn, die Landschaftsgestaltung. Da kommt halt manchmal vor, dass man sich ankleckert. Wieso kommt das vor?
Ja, wenn du nicht aufpasst. Schau, wenn du aufpasst, den nur so reinstippst und dann mit dem Pinsel schön da oben haltest, dann kommst du nicht auf den Leim. Verstanden? Mhm. Wow, so viel Leim habe ich ja noch nie gesehen. Ich brauche ja mal den Leim jetzt. Tust du das schon? Aufpassen, dass man nicht so drüber spritzt, da oben ist schon. Damit wir die Bahn nicht selber dreckig machen. Wo ist ein Tröpfchen? Wo ist ein Tröpfchen? Da schau. Muss man gleich mal putzen, weil wenn wir das dann drüber haben, passt. So. Kein Leim, die stört, die kein Leim, die Lok. Beim Fahren stören? Ja, weil der Strom nicht durchgeht. Durch den Leim. Da bleibt die Lok stecken. Zwar sehr klein, also wird es wahrscheinlich nicht passieren, aber trotzdem ist es gut, wenn wir aufpassen. Der kommt oben leicht dazu, und oben. Ich glaube, wir können schon aufpicken. Warte ein bisschen, ne? Muss schon anständig voll Leim sein. Hör mal, ja. Hab ich schon das super gemacht? Sehr schön, was du machst, Schatzi. So. Halt mal ein bisschen. So, läuft da noch ein bisschen. Na, geh mit dem Pinsel mal. Was ist das hier? Gar nichts. Ist da noch Leim drin? Da drinnen muss Leim. Ich habe zwar gedacht, dass man da oben einschütten kann, aber das ist es nicht. Man muss so reinschütten. Okay, ist so wie es ist. Wobei ich mich erinnern kann, wo ich Tapezierer gelernt habe, Kontaktkleber links waren auch so. So, jetzt haben wir das den Pinsel da rein. Sehr gut. Dann kommt das da drauf, dass das nicht austrocknet. Den müssen wir dann auswaschen und jetzt da müssen wir das raufgeben. Schönen Rand, gell? Wichtig ist ja, dass er da einen schönen Rand hat. Und dort auch beim Bümbel ausfahrt. Hey! So. Das passt schon, passt schon. So, gehst du mal runter vom Sessel? Der Leim trocknet ja schnell. Der Leim trocknet schnell. Na, so schnell auch wieder nicht. So. Da tun wir das Mikrofon. Stört jetzt ein bisschen. Mal. Haltest du das Mikrofon? So. Und da oben haben wir schon. Das ist aber noch passt. Gut. Ey, wirklich, Leute, wenn der Opa so macht, glaube ich, dass er sich aber angeblich lecker ist. Leute, wirklich einmal. Ich glaube zwar, dass er sich nicht anstecken wird, aber er wird sich auch leckern. Jetzt haben wir das da mal, da kommen nachher noch Bücher drauf, damit es dann auch drauf kleben bleibt, fest. Und ja. Dann haben wir mal jede Seite fertig mit dem Tunnel. Das bald jetzt das größte Ende. Und so. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da. Und ihr könnt uns gern weiter zuschauen, denn wir machen weiter Videos. Genau. Wie heißt unser Kanal? Alex Nova-Opa. Ja, super. Das merkst du jetzt auch schon. Ne? Warte, lass oben das Mikro, das stört dir nicht. Also. Ja. Und war das jetzt lustig mit dem Opa? Ja, tschüss. Tschüss, ciao.